Hey ho, meine Lieben. Mal wieder ein neues Commentary für euch. Das letzte ist leider schon eine Weile her, einen Monat ungefähr, meine ich. Und das liegt einfach daran, dass momentan viel zu tun ist hinter den Kulissen von Viva. Wir haben ja nicht nur den YouTube-Channel als Projekt am Start, sondern auch einige andere Dinge am Laufen. Und wir arbeiten auch mit vielen Sachen eng inzwischen mit unserem Partnerclan NextGen zusammen. Und das macht total Spaß und man hilft sich auch weiter und hilft sich auch aus teilweise. Und das ist wirklich einfach nur förderlich für beide Clans. Aber es ist halt auch zeitaufwendiger. Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und dementsprechend hat es jetzt leider so lange gedauert mit dem Commentary. Aber ich bemühe mich, da mehr für euch zu machen. Da ja ganz eindeutig der Wunsch nach Commentaries heraustritt. So, wir sehen hier ein CSL-Match vom Team Unzertrennlich. Das Team Unzertrennlich wird geleitet von unserer Viva Star. Und es beinhaltet noch die Viva Daylight und Viva Roxy. Inzwischen ist auch die Viva Miss Kitten hinzugetreten zu den Mädels, die sich auch sehr engagiert zeigt und wirklich sich schon bewiesen hat in einigen wenigen CSL-Matches. Freut uns sehr, denn ich hatte ja schon mal in einer News von uns zu Viva Stars erwähnt, das Team Unzertrennlich hatte einige Probleme, auch aufgrund Spielermangels und auch der Inaktivität gezwungenermaßen von einer Spielerin, weil ihre Call of Duty CD gefrackt war. Und das war wirklich alles sehr unglücklich für die Mädels und da können die jetzt wirklich mal tatkräftige Unterstützung gebrauchen. Und da haben sie wirklich einen Glücksgriff gemacht mit der Viva Miss Kitten. Soweit dazu. Ihr seht ja hier, die spielen 3-on-3 Hardcore Suchen und Zerstören. 3-on-3 einfach aufgrund des Spielmangels, den ich schon erwähnt habe. Und Hardcore, ja, die Mädels spielen es einfach lieber. Wie einige vielleicht von euch wissen, zu Black Ops Zeiten hat Viva durchweg eigentlich Hardcore gespielt. Nur einige wenige haben Core gespielt. Und das Team Hobbytänzerin, ehemals Team Assibratzen, das hat sich halt umorientiert. Wir haben jetzt wirklich zu MW3 komplett nur noch Core gespielt. Und bei mir war es jetzt so, als ich dann jetzt mal wieder hier Hardcore gesehen habe, wie das so gespielt wird und so, ich bin froh drum, dass ich gewechselt bin. Also mir ist Hardcore zu passiv. Bei Core wird ja schon sehr viel rumgerannt. Teilweise zu viel, also in den CSL-Matches, in den einigen, die wir jetzt schon gespielt haben, da kommt es wirklich oft vor, dass es kaum noch ums Bombengelege geht. Es wird einfach draufgerannt und Hauptsache so viele Kills wie möglich gemacht, ähnlich wie beim Team Deathmatch, aber es ist ja eigentlich so von zerstören. Deswegen finde ich es ab und zu auch mal ganz gut, einfach mal gechillt zu bleiben. Ihr habt ja auch gesehen, vielleicht beim vorigen Video, was wir hochgeladen haben von der Star, die hat eine wirklich sehr gechillte Spielweise drauf und das finde ich richtig cool. Also solche Leute sieht man inzwischen wirklich selten. Die spielt ja auch Backup bei den Mädels hier. Also schön Ruhe reinbringen, von hinten decken. Das passt zur Stars auf jeden Fall. Ja, zur Diskussion Core oder Hardcore wollte ich nochmal erwähnen. Also ich habe schon mit einigen darüber diskutiert. Eigentlich ist es ja Geschmackssache, aber einige gehen dann halt auch auf darauf ein, wie anspruchsvoll der oder der Modus halt wäre. Ganz klar Meinungssache. Ob man jetzt Hardcore anspruchsvoller findet als Core. Ich fände es einfach mal cool, wenn ihr euch auch dazu äußern würdet. Mich würde mal interessieren, was ihr lieber spielt, Core oder Hardcore und auch warum. Viele können es ja auch nicht begründen, die sagen einfach, ja, Core ist cool, macht mir Spaß, Hardcore ist scheiße oder auch umgekehrt. Einfach mal reinposten
was ihr so zu dem Thema denkt. Würde uns sehr freuen, da ein bisschen Resonanz zu bekommen. Jo, zu Roxy ist zu sagen, ich habe ja von ihr gecaptured. Einfach, weil sie eine coole Runde hatte, hier. Das Match insgesamt, das haben die Mädels, ich meine, unentschieden gespielt, weil sie vorher wirklich einfach Runden verschenkt haben, leider. Aber hier auf Mission konnten sie wirklich zeigen, was sie drauf haben. Und deswegen wollte ich das einfach mal capturen, ein bisschen kommentieren. Die Roxy, wie gesagt, ist sehr abgegangen hier mit der P90. Ist sie unterwegs. Macht ihre Sache ganz gut. Und wenn die drei Mädels nicht schon in einem anderen Squad wären, dann hätten wir sie schon längst vor unserer Team-Hobby-Tänzerin an der Angel gehabt. Das könnt ihr uns aber glauben. Aber das ist halt das Squad. Und jetzt, wo sie auch wieder ein gefestigtes Team haben, starten sie auch voll durch. Geht's wieder los mit Matches. Ja, die Szene war auch ganz cool. Das seht ihr hier jetzt nicht so extrem, aber die Stars und der Feind sind vorhin kurz vor der Killkamera wirklich original nebeneinander hergelaufen, Hand in Hand, quasi. Aber die Stars hat's ja noch gerettet. War eine lustige Situation. Ja. Hier geht's wieder los. Die Mädels müssen beschützen. Dementsprechend passiv sind sie ja auch. Das ist das halt bei Hardcore. Also wenn die Gegner wirklich auch so extrem passiv eingestellt sind und wirklich viel hinten bleiben und viel Pre-Aim in irgendeiner Ecke, dann kannst du gar nichts anderes machen, als diesen Spielstil zu erwidern. Weil wenn du dann reinläufst, bist du halt auch wirklich sehr schnell down. Und das ist bei Hardcore einfach so. Aber die Mädels haben es ja auch hier gepackt. Schön, die Bombe entschärft. Gehen mit einem 7:1 aus der Runde raus. Also haben auch wirklich was drauf. Das Match ist vorbei. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, postet einfach mal in den Comments, was euch besser gefällt und warum. Core oder Hardcore. Werden noch Commentaries folgen, auch Dual Commentaries. Also lasst euch überraschen, bleibt uns treu. Und noch ganz liebe Grüße von eurer Viva Evolet.